Ja, das war perfekt zu ihm, Alter. Sehr gut, geht schon voran. Für den ersten musst du halt echt ziemlich langsam fahren, solange du das noch nicht besser kennst, ne? Ja, sorry, Digga. Weiß ich ja nicht, ich muss ja sparen. Na, Arschzerrung knallt so rein. Ja. Mann, ich hab keinen Bock auf Winter. Bist du deppert? Das ist das Geilste. Aber ich krieg jetzt jedes Mal, wenn ich will, diesen Hüpfer hin. Ja, aber das Problem ist halt, dass ich das Ding dann halt. Ich trau mich, immer wenn ich höher komme, trau ich mich nicht. Ja, das ist, weil du viel Zeit in dieser Höhe verbringen musst. Also mit vielen Raps einfach. Ja. Damit du einfach auf den Geschmack kommst und aufs Gefühl auch. Wenn du es machst, wenn du dich noch nicht auskennst und keine Erfahrung hast, das ist auch gefährlich. Ich meine, es ist immer natürlich gefährlich als gerade ausfahren. Aber quasi, wenn du schon viel Erfahrung hast, dann geht's voll. Also wenn du jemanden sagst, der noch nie Motorrad gefahren ist. Motorradfahren ist extrem gefährlich, ne? Und dann setzt du jemanden drauf, der schon 100.000 Kilometer hat und urviel geübt hat und so. Ist so, ja okay, naja, den wird sich jetzt nicht so schnell einbauen. Und dasselbe ist mit dem Wheelie, ne? Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, das war eh schon ganz ordentlich. Oh, Alter, von vorne schaut die geil aus, schaut mächtig aus. Von vorne schaut die geil aus, die Alter. Also da taugt sie mir richtig, bist du deppert, okay? Die ist so ein bisschen aggressiv, finde ich. Oh. Ja, langsamer. Schade, war gar nicht langsamer, schlecht. Langsamer. Und jetzt richtig viel Gas, richtig viel Kupplung. Ja, noch mehr. Und noch mehr mithelfen im Lenker so. Du musst es so richtig geben. Ja, das heißt ein bisschen wenig Gas. Ein bisschen wenig Drehzahl. Ja, das ist schon eine richtige Richtung. Oh, der war jetzt nicht schlecht. Geht's eh vorne, ja? Ja, kommt nix. Das war gar nicht schlecht. Du musst mehr Drehzahl in die Kupplung langsamer rein. Dann hast du es. Mehr Drehzahl vor allem. Magst du es nochmal probieren rauf? Ja, das macht. Oh mein Gott, so umdrehen ist nicht gut. Sodbrennen? Tja, schau mal. Ja, weit unten dann. Ja. Ich bin halt nicht unfähig. Naja, das braucht schon ein bisschen Übung. Ich bin gespannt, ob das große Maul dem jetzt zurecht wird. Naja, wieso? Ich mach aber so. Ja, okay, fair enough. Hey, hast du den gesehen? Ja, so halb. Leider nur. Der war gar nicht schlecht. Langsamer, mehr Kupplung, mehr Drehzahl, dann steigt sie auf. Ich gebe meiner, auch wenn ich sehr langsam war, richtig viel Kupplung und richtig viel Drehzahl, weißt du? Ich trau mich halt nicht Vollgas zu geben, verstehst? Ja, das ist halt das Ding. Ist auch gut so, dass du dich nicht traust, weil das musst du dich erst trauen dürfen, wenn du es dann kannst, weißt du? Das musst du eben so rantasten. Das ist ja das Ding, ne? Hey, ja, das war schon ein Wheelie, ja? Die scheiß Wheelie Kids, ich sag's dir. Voll geil. Fahren wir weiter. Drüben können wir eher nochmal. Aber ist das eigentlich scheißegal für die Kupplung oder so? Ja, das hält das alles aus. Das Einzige, was es nicht gut tut, ist der Gabel und dem Lenkkopflager, wenn man sie hart absetzt. Also wenn du sie hochziehst und dann bumm. Und gerade bei der Supermoto ist es wurscht, weil die eh viel Weg hat und das viel aushält und so gemacht ist, ne? Aber bei den anderen Bikes, besonders Sportlern, ist das nicht so, weil die haben nicht so viel Federweg und ja, die sind ziemlich hart frontlastig auch. Und so und ja, das ist auch ziemlich hart auch, genau. Aber meine ist auch ziemlich hart eingestellt. Ja, aber sie hat viel Federweg, also die schluckt das schon ganz gut. Ich drehe da um, sag ich, ja? Ja, hab ich hier gesehen. Okay, nicht, dass ich das ja auch dumm, weißt du, wenn man sich so reinfahrt gegenseitig. Fahr du vor, bin eh schon genügend Wheelies gefahren, ich schau mir das Bild an. Langsamer. Mehr Kupplung, mehr Drehzahl. Ja, eher noch langsamer fahren. Jo, schau, genau. Und die Kupplung ein bisschen sachter reinschleifen. Dann steigt sie schön auf und halt musst voll also am Gas bleiben. Okay. Langsamer fahren. Fahr 30 mal. 30? Ja. Geh richtig. Ja, schau, geht besser, gell? Und musst dir mehr Drehzahl geben, das Gas mehr offen lassen, wenn er aufsteigt. Das sind echt noch solche Mini-Hops, aber es ist nicht so weit davon, dass sie dann richtig hochkommt. Also das war verkackt. Dafür warst du jetzt zu schnell und hast die Kupplung zu langsam reinschleifen lassen. Ja. Oder halt, du musst so checken, wie man das Drehmoment rausholt. Und vor allem, wenn ich sie im zweiten, ich würde dir echt empfehlen, probier es im ersten. In dem Im Fall ersten? Mit extrem langsam, ja. Weil mit dem zweiten. Gas? Ja, mit Gas, Power Wheelie und mit Kupplung ein bisschen mischen und mal so probieren. Drehen wir da mal um.
Oh. Bis auf die Fußrasten. Aber mir ist es fast safer im zweiten. Ja, sicher, weil weniger passiert, aber du wirst sie nicht gescheit hochkriegen, außer du tust schon richtig brutal. Und wenn du dann richtig brutal tust, dann ist es oben plötzlich so unruhig und das ist schwierig, weißt du? Das ist gescheiter. Du lernst gleich mit so etwas extrem Haglichen umzugehen, dann machst du später weniger leicht Fehler, weißt du? Würde ich dir mal empfehlen, probier das mal da hoch, einfach sachte, weil dann kannst du viel mehr Gefühl in dieses Kupplungsding reinbringen, ich schwöre. Im ersten. Erster, 20, 30 km/h, wum, 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 und dann das so reinlernen, ja. Und dann in den zweiten schalten. Natürlich, ja, wenn du sie dann schon gut hochkriegst und die Drehzahl steigt, dann schaltest du in den zweiten nach, ja. Am besten mit Kupplung und ohne Quickshifter, weil der Quickshifter gibt so einen richtigen Rucks. Das ist als Anfänger nicht gut. Im ersten Mal, oder? Ja. Boah, ich Respekt. Ja, das ist gut so. Und schön sachte, weil dann checkst du viel eher, was du mit der Kupplung machst. Nicht im ersten mit Kupplung fahrst, aber das ist auch so. So sollst du es auch lernen, weißt du, das ist einfach... Fair Command. Cancel. Cancel. Dass es so geschmeidig geht. Ich fahre eh hinten. Und vor allem, du kannst ja probieren, sie aufzubocken, gerade wo du sie aufbockst, die schon niederbremsen. Mit dem Fuß. Das ist ganz wichtig, dass du das sofort checkst. Bremse mal direkt nieder. Ja, genau. Das musst du kennenlernen. Das musst du kennenlernen, weil dann kommt... Weil wenn sie dir zu hoch ist, steigst du so ein bisschen auf die Bremse. Nicht stark, sondern nur so ein bisschen, weißt du? Ja. Und wenn sie dir wirklich zu hoch kommt, dann steigst du sowieso automatisch stark drauf. Ja, stabil und nicht vom Gas, dass es das Gas komplett zudreht, hast du das gemerkt? Ja, ja. Dann, du bremst, steig gleich auf die Bremse, das ist genau dein Learning Step gerade. Also mach das noch einmal so. Bremse, Bremse, ja, aber nur das leicht auf die Bremse. Lass sie aufsteigen und steig leicht auf die Bremse wieder drauf. Leicht nur. Ja, Bremse, ja, aber nur ein bisschen Bremse. Und lass das Gas offen. Okay, kommst du hier komplett runter. Also lass das Gas offen, kannst es minimal zurücknehmen, aber nicht zumachen. Okay. Probier das nochmal. Das war jetzt, Alter, das war jetzt ein richtig guter Step gerade. Ja, was die? Ein Step by Step. Ja, jetzt checkst du es, Alter. Hey. Vor allem jetzt kannst du schön langsam schon hochgehen mehr. Ja, genau. Nur jetzt hast du wieder aus Angst reagiert. Du musst sachte die Bremse betätigen. Ja, genau. Ich sehe, ob du bremst oder nicht, ne? Das war zu weit, so schnell. Stabil, halt. Jo, das. Ja, ja, jetzt, du kommst echt jetzt rein ins. Ja, jetzt checkst du es langsam. Dreh mal um dann nochmal und dann fahren wir es jetzt nochmal, weil es so geil ist gerade. Das ist geil. Das stimmt. Also, das war ein guter Call beim ersten, sag ich. Ja, siehst du, sag ich dir, weil mit dem zweiten plagst du dich ewig rum, da geht nichts weiter. Halt gedrosselt. Roman Weise. Ah. Bist abgezogen. Du deppert? Bist du deppert, aber der hat so geknallt gerade beim Vorbeifahren. Ist so geil, ich sag's dir. Ja, also du bist jetzt schon, du checkst schon, wie du sie raushebst, offenbar. Halt noch nicht konsistent, aber du checkst, wie man sie raushebt. Jetzt musst du nur noch lernen, wie du Gasbremse kombinierst. Und wenn du das dann hast, geht's so Richtung Balancieren und Weiterschalten. Bremse, Bremse nicht zumachen, Bremse. Ja. Alter, du musst richtig einlernen. Poolen ist egal, das checkst du schon ganz gut. Konzentriere dich immer noch aufs Poolen, aber dann, nein, Fuß direkt auf die Bremse. Der darf nicht auf der Seite sein. Du musst die Ferse... Nein, ich glaube, das ist so eine zweite Schuld. Achso, geh im ersten. Ja, genau. Und sachte, du kannst doch schon im Vorhinein leicht bremsen, so, weil du so gleich ein Gefühl hast. Also gleich schon Fuß auf die Bremse. Ja, ja, Fuß auf immer auf der Bremse. Weil so wirst du ja safe, weißt du? Ja, nochmal, genau. Ja, bremsen, leicht bremsen. Sobald sie hochkommt, einfach leicht runterbremsen und Gas offen lassen. Warte, mach, wenn der vorbei ist. Wenn du vorbei ist, dann vorne. Du musst sozusagen, wenn sie aufsteigt, schon lernen, dass du das Gas offen lässt und sie runterbremst. Wenn du nicht wirklich hoch bist, musst du das Gas nicht zumachen. Ja, du hast jetzt die Kupplung zu schnell einkuppeln lassen. Sag ich dir, wie es ist. Steigt zwar auf, aber ist nicht schön. Sachte reinschleifen. Ja, war es perfekt. Nur, dass er das Gas zu schnell zugemacht wieder, ne? Ja, schön. Gas offen lassen, Bremse draufsteigen. Das musst du jetzt lernen. Ja. Das ist ein guter Tipp. Gas offen lassen, Bremse draufsteigen, weil dann fällt sie dir nicht komplett runter. Ja, und du lernst, dass du das Gas nicht zumachen musst. Also man muss zurücknehmen, aber nicht zumachen. Ja, Bremse. Ja, du hast schon wieder dasselbe gemacht, Wally. Ich geh mal automatisch vom Gas runter. Ja, ich weiß. Ich sag dir es zum 10. Mal schon. Lern das. Gas offen lassen, bremsen. Das Bremse ist so stark, die bremst alles runter. Der Lüfter ist vorher an. Ich gehe schon wieder vom Gas runter. Ja, ja, ich sag's dir sogar währenddessen, aber du brauchst einfach die Raps. Schau, selbst wenn man weiß, woran man arbeiten muss, man braucht einfach die Raps, dass das in das scheiß Hirn reingeht. Das ist echt so. Ja, das war's gut. Und geht auch gleich viel besser, oder?
Ja, sei ehrlich, geht viel besser, oder? Erster war viel gescheiter, sage ich. Fürs Lernen halt, wenn die Maschine nicht so viel Bums hat. Weißt du, wenn du eine offene 701 hast, dann kannst du mir, geht schon, gib ihm, mit dem zweiten schon besser lernen. Aber das geht halt mit der nicht gut, weil die zu wenig Zug hat dafür. Also nix. Ja, war ja gut, schon mal. Zu wenig Drehzahl und zu schnell die Kupplung. Gib ihm mehr Drehzahl und lass die Kupplung ein bisschen langsamer reinschleifen. So, weißt du, minimal langsamer. So. Ja, perfekt. Und war halt wieder dasselbe. Wieder das Ding ist ja, halt, du strugglest noch so viel mit dem Rausheben, dass es konsistent wird, ja, dass du dir natürlich schwer tust, auf das andere zu konzentrieren. Irgendwie. Ja, ja. Du musst halt, du hast halt das Rausheben langsam drauf und dementsprechend musst du jetzt als nächstes das mit der Fußbremse reinkriegen. Und das ist so tricky einfach, weißt du? Bremse, ja, war schon ganz okay. War schon ganz gut. Aber fahren wir da nochmal runter, aber nur die erste gerade. Die ist am besten. Ich sag dir, wie es ist. Weil es bergauf geht und alles, ja, und die ist auch schön eben. Ja, also da braucht man nicht arg balancen, dass man gerade fährt. Oh, ich denke, meine Hand krampft langsam schon vor. Ja, genau. Du musst ja auch denken, du musst ja ganz entspannt bleiben dabei. Ja. Also am Anfang ist man das halt nicht, aber später. Ja, gut, und jetzt hast du wieder mit dem Gas zugemacht, diesmal nicht ganz, das war auch gut, aber du steigst auf die Bremse. Heben und einfach runterbremsen. Ja, gut, ja, gut, jetzt checkst du es. Heben und einfach nur bremsen. Gas, nichts machen, einfach nur bremsen. Heben und bremsen. Das musst du machen. Direkt, sobald sie schon hochgeht, bremst sie nieder, okay? Jetzt bremsen. Versuch gar keine Wheelies zu fahren. Retalk. Das ist Wahnsinn. Ich gehe immer automatisch, wenn ich zu hoch komme, gehe ich vom Gas runter. Es ist auch gut, das ist ja so ein Instinkt, ne? Wow. Fast angestorben. Noch einmal die Gerade, die ist einfach perfekt dafür, ich sag's dir. Aber jetzt geht das auch mit dem Hochkommen, ne? Ja, Alter, du wirst so schnell lernen. Ich sagte, wenn mir jemand das alles gesagt hätte, hätte ich es wahrscheinlich auch schneller gelernt. Ich hätte wirklich, also ich scheiße ja auch richtig rein mit dem. Ich hätte am Anfang die ganze Zeit noch im zweiten probiert und im ersten Power Wheelie. Wie so ich hab's jetzt eh selber bemerkt, dass der erste besser ist, weil du mehr Gefühl kriegst. Also die zweite geht einfach nicht gut mit der Drossel, das tut nicht. Da musst du halt schon gut Wheelies können, dann macht Spaß, dann geht's gut mit Kupplung und allem, aber da musst du es echt schon können. Also noch nichts. Langsam umbremsen. Cancel. Ja, das war schön. Immer nur reinbremsen. Sobald das Ding hochkommt, probier jetzt nicht mal Wheelie zu fahren. Probier das einfach Front aufzustellen und sie niederzubremsen. Das ist alles bremsen, um gegen das Gas zu bremsen. Warte noch, da. Probier das als nächstes. Das heißt, wir fahren es nochmal hoch und deine Mission ist nicht Wheelie zu fahren. Deine Mission ist, die Nase zu heben, das Gas offen zu lassen oder sogar noch mehr aufzumachen und es wegzubremsen. Das ist deine Mission, okay? Und dann wieder runterzukommen. Genau. Und nicht das Gas machst du gar nicht zu oder so. Oder halt nur minimal. Also nicht dieses Reflexartige, das muss weg, weil dieses Reflex muss durch die Bremse kommen. Das Gas ist eh gut, aber das checkst du dann nach genug Üben automatisch. Also das ist dann gar nicht. Ja, das ist, weil sobald ich halt höher komme, gehe ich automatisch vom Gas runter. Ja, genau. Und du musst es nur ein bisschen zurücknehmen und bremsen. Oder nur zurücknehmen. Oder offen lassen, nur bremsen. Also das kriegst du dann mit der Zeit raus. Das ist eben der Tanz mit der Sache dann, weißt du? Schön die Bremsen einfach. Nur, es geht nur ums Bremsen. Bremsen. Ja, genau. Und Gas offen lassen. Gas hatte ich offen. Genau, ich sag nur. Ja. Bremsen. Ja, jetzt sind die Wheelies. Jetzt kann man schon so nennen. Bremsen. Ja, jetzt bist du vom Gas, ich hab's gehört. Titel zumindest, aber das passiert. Ja, gut, mach das. Und bremsen. Ja, perfekt. Und noch einmal, jetzt bist du echt schon stark dabei, nämlich. Merkst du, wie viel du gerade lernst? Oder das Bumsen. Wie die Sonne am Tag. Bin ich da. Das Ding ist, ich mag, wenn ich mit meinem Vater mal eine Runde fahre, einfach Weedy an ihm vorbeiziehen. Das wäre so lustig. Jo, da schneidet der wahrscheinlich die Eier ab. Oh gut. Ja, nee. Aber ja, egal. Der war ja richtig erschreckt, dass ich sehe. Okay, scheiß drauf. Okay, genau. Und Gas und Bremse. Bremsen? Ja, genau. Und wichtig ist, du musst echt einfach die Bremse reinlernen. Ja, und jetzt checkst du schon, weil du die Bremse ja schon kennst, dass du viel mehr confident bist, ein bisschen oben zu halten, ne? Merkst du das schon? Ich seh das allein schon, weißt du? Bisschen bremsen. Ja, das kannst du echt schon Wheelie nennen. Halt ein halb stark, aber es ist ein Wheelie. Jo, und jetzt hast du aber nicht gebremst, jetzt bist du im Gas. Ja? Immer schauen, dass die Füße gut auf den Fußrasten sind, wenn irgendwas mit dem Balancing nicht funktioniert. Oh, einfach absetzen. Jetzt habe ich mich getraut, weil jetzt bin ich ein bisschen höher als sonst gekommen. Mhm. Ja, ein Päuschen. Oh. Geil. Darf ich ein paar ziehen?
Was? Darf ich ein paar ziehen, weil dann kann ich dir ein bisschen kommentieren. Und dann brauche ich mir ein Seil. Oh. Ja, zu viel sollte mir nicht üben. Eine halbe Stunde, Stunde reicht. Ja, aber sonst wirst du übermütig, glaube ich. Ja, das und man wird unkonzentriert und man klammert und... Na, okay. Ich kommentiere das mal jetzt erst mich über Szene, während ich fahre. Ja, ja. Ich zeig dir mal, warum der zweite nicht so geeignet ist. Weil sobald, du musst dir denken, sobald das Bike so hoch ist, ja? Schau hier, ja. So halb hoch. Ja, ja. Plötzlich, wenn du das Gas ganz aufmachst, geht das richtig schnell. Das, weißt du, weil der Schwerpunkt da schon so hoch ist, ne? Ja, ja. Wenn das nach unten ist, dann ist das alles so zart. Und wenn du aber im zweiten die raushebst, musst du richtig viel Gas und alles geben, damit die überhaupt mal hochkommt. Und das Problem ist, du musst dann halt sehr schnell in diesem Fein dosierten sein, dass das gut funktioniert. Und das bist du halt als Anfänger nicht, deswegen empfehle ich das niemandem. Deswegen sage ich, nimm den ersten, der ist hartnäckig und der wehrt sich und der ist tricky. Und dann lernst du die ganze Trickiness direkt. Und dann ist gut, ja? Ja, ja, stimmt. Wenn ich im ersten, ich probiere mal im ersten, sagte. So hast du es immer gemacht, ja? Ja. Wenn du dann im ersten machst. Hui. Ja, fast ein Hexgrip erstmal, ja. Jo. Und pass auf, ich zeig dir jetzt mal, du hörst es ja, ne? Was warte, da ist wird. Achso, nein, doch nicht. Digga, ich bin dumm. Ich mach ein Video und sag, ja, stimmt. Und also, das jetzt auf meinem Handy. Und ich dachte, es wäre mehr im Szener drin. Aber dann hörst du es. Zu gut. Zu gut einfach. Echt? Wegen dem Video, ja. Na, pass auf, das Ding ist, die hören mal aufs Gas und so, ja. Ich muss richtig geben und alles einfach, damit die hochkommt. Und ja. Das hast du halt als Newbie mit den Wheelies nicht unter Kontrolle einfach. Selbst wenn du sie dann hochkriegst, das ist ja das Problem. Okay, und deswegen sage ich immer, erster Gas. Okay, zuerst. Ja. Hörst du mich eh, ja? Ja, ja. Schau, ich fahre jetzt zu 30. Geht nicht mal, warte. Hast du es gemerkt? Ja. Das ist halt viel hartnäckiger. Digga, das ist so geil. Ja, ist lustig, ja. Ungewohnt, weil ich halt meine Lady gewöhnt bin. Oh, sieht schon schön aus, aber in der Sonne. Oh. Geil. Naja, machen wir dich da, oder? Ja, dick. Ich fahr da jetzt. Schön war's. Achso, ja. Gescheites. Geil. Gehen wir dann trainieren, ne? Jawohl. Mann, dann gehen wir. Oh. Eine halbe Stunde. Halbe Stunde? Ja, jetzt dann. Das kann ich nicht, ich muss noch mein Premium essen. Ach so, ich muss dann schlafen gehen, auch bald noch. Deswegen kann ich nicht zu spät. Also, es ist jetzt 18 Uhr, ich will zu 19:30 erst. Ja, dann sehen wir sich, hey. Okay. Na gut, ich sage danke. Ja, ich sag danke. Er hat tolle Tipps. Ja, ja, aber das musst du reinlernen einfach. Weißt du, das Gas, du ziehst sie hoch und dann nicht gar gleich zudrehen, sondern du lässt es. Und dann nur mit der Bremse arbeiten. Ja, ich meine, klar, wenn es jetzt hoch wird, klar, machst du das Gas ein bisschen zu. Ja. Aber du sollst dieses intuitive ganz zudrehen, das muss weg, weil das macht die Wheelies so kaputt, so unruhig, das setzt nicht schön ab. Und du musst die Fußbremse fürs Safen einlernen, nicht die Gashand. Ich meine, die Gashand hast du schon drinnen, ne? Da kommt jetzt wer. Macht ja nichts. Könnt ihr abbiegen. Na passt, Wadi. Bis sehen bald. Uns später. Wir sehen uns. Geil, jetzt kann ich ein bisschen rumeiern, weißt du? Ja, 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 aber so ist gut, weil so kannst du es einlernen. Achtung, Auto hinter dir. Wir sehen uns dann, gell? Ja, jawohl. Mach's gut. Hat sich gerade angehoben, die Fotze, Mann. Ja, ja, die regt sich voll auf gerade. Ja, soll sie nicht anschauen. Komm vorbei. Ciao, bis später. Ciao. Goodbye.